rassistische AfD setzt sich im Deutschen Bundestag regelmäßig dafür ein, bestimmten Theatern die Fördergelder zu kürzen oder sie sogar zu verklagen. Wie die Spielpläne in deutschen Theatern auszusehen haben, hat die AfD klar skizziert. Klassische deutsche Stücke so inszeniert, dass sie, Zitat, zur Identifikation mit unserem Land anregen. Die Kunstfreiheit in Europa ist unter Beschuss. Zum Beispiel in Ungarn werden Theater- und Opernprogramme stark politisch von rechts beeinflusst. Die Organisation Die Vielen setzt genau da an. Sie ist ein Zusammenschluss der deutschen Kunstschaffenden, vor allem im Theaterbereich, und macht sich stark gegen die Angriffe von rechts, sowie für ein Theater der vielfältigen Lebensrealitäten, und verfolgt dabei das Motto: Kunst kennt keine Grenzen. Kunst schafft einen Raum zur Veränderung der Welt. Begrüßt mit mir hier auf der Bühne Katrin. Hallo Berlin und hallo, großartig an alle, die hier, großartig, dass ihr alle hier noch ausgeharrt habt und noch hier steht, trotz Wind und Wetter und vorher lange Spielzeit. Mein Name ist Katrin Röcke, ich komme von der Akademie der Künste und ich spreche hier für Sie. Wie wir gerade gehört haben, ein Zusammenschluss der Kunstschaffenden und Kulturinstitutionen gegen die Rechts für eine Gesellschaft der vielen, plural, divers, gleichberechtigt und offen. Für soziale Solidarität statt für Ausschluss. Für ein gemeinsames Miteinander, zukunftsoffen, statt für Nationalismus und Chauvinismus und das Intergestern. Deswegen glänzen wir. In Deutschland haben sich mittlerweile 2300 Kulturinstitutionen den Vielen angeschlossen und heute, eine Woche vor der Europawahl, finden in 15 deutschen Städten glänzende Aktionen und glänzende Demonstrationen statt. In Wien stellten am Dienstag österreichische Kulturinstitutionen in einer Pressekonferenz die österreichische Erklärung der Vielen vor. Hunderte haben unter den Institutionen haben unterschrieben. Warum? Der Druck, der auf ihnen lastet, ist immens, was an der Regierungspolitik der letzten beiden Jahre liegt und im gesellschaftlichen Klima, das diese erzeugt hat. In Wien kippte am Samstag die Regierung, die, wie es sich nun wieder gezeigt hat, mit der FPÖ einen Koalitionspartner hat, der nicht nur Hetze betreibt und sich offen mit rechtsextremen Gedankengut verbindet, sondern auch bereit ist, das eigene Land zu verkaufen, um an die Macht zu kommen. Ich denke, das ist nicht überraschend. Die Verbindung von Hetze und Korruption beginnt in dem Moment, in dem man behauptet, für ein ganzes Volk zu sprechen, während man ganze Teile der Bevölkerung ausschließt. Ein Video, aufgenommen vor 2 Jahren, einige Monate vor Regierungsantritt auf Ibiza, hat es gezeigt. Der Vizekanzler und sein parlamentarischer Clubobmann waren bereit, ihr Land zu verkaufen, um an die Macht zu kommen. Mehr noch, er wollte die Medienlandschaft in Österreich urbanisieren, also eine Politik der Zensur installieren und die mächtigste Zeitung des Landes an eine russische Oligarchen verkaufen. Da passt es gut dazu, dass der Europawahlkampf der sogenannten Freiheitlichen Partei, die die Freiheit mit Füßen tritt, darin bestand, den ORF, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu attackieren und Meinungsfreiheit dort zu beschneiden, wo es noch geht. Als Österreicherin in Berlin bin ich sehr froh über die Entscheidung des Kanzlers Sebastian Kurz, Neuwahlen auszurufen. Wenn er allerdings von den vielen Einzelfällen spricht, mit denen er in den letzten 2 Jahren konfrontiert war, die er runterschlucken musste, dann möchte ich doch darauf hinweisen, diese Einzelfälle haben System und sind nicht darunter zu schlucken. Immerhin hat er erkannt, dass selbst nach diesen Enthüllungen die FPÖ nicht willens ist, größere Konsequenzen als den Rücktritt des Obmanns und des Vizekanzlers zu ziehen. Ich hoffe, daraus lässt sich auch die Einsicht für andere konservative Parteien in Europa gewinnen, wer mit Rechtsextremen und Rechtspopulisten koaliert, nimmt in Kauf, dass der Wille zur Macht und ein antidemokratischer Zug des Regierungsgeschehens bestimmt. Diese Vorgänge sollten nicht nur die Österreicher, sondern uns alle in Europa beschäftigen. Sie zeigen, wer rechts lehnt, die Korruption, die Umverteilung,
Umverteilung nach oben und die tiefe Spaltung der Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass wir nächste Woche alle wählen gehen für ein zukunftsoffenes, solidarisches Europa. Vielen Dank, Patrick, für diese wichtigen Einsätze.